Sofern Sie die Baumhäuser nicht freiwillig innerhalb der nächsten 30 Minuten räumen und deren Nutzung unterlassen, werde ich die Räumung in Anwendung des unmittelbaren Zwanges vornehmen. Bitte nehmen Sie beim Verlassen der Baumhäuser Ihre persönlichen Gegenstände mit. Im Hambacher Forst treffen seit Wochen Aktivistinnen, die den Wald besetzen, mit den Einsatzkräften der Polizei aufeinander. Es ist der größte Polizeieinsatz in der jüngeren NRW-Geschichte. Die Aktivistinnen treffen dabei auf massive Gewalt seitens der Polizei. Seid ihr vollkommen gesteuert oder was? Die Aktivistinnen wollen den Wald retten, da am 6. Oktober der Hambacher Forst gerodet werden soll. Der Wald liegt im Landkreis Düren zwischen Köln und Aachen und ist mit einem Alter von 12.000 Jahren einer der ältesten Wälder Europas. Ein großer Teil wurde schon gerodet. Der Wald gehört dem Energieriesen RWE. Das Ganze geschieht, weil unten im Wald Europas größtes Braunkohlevorkommen liegt. Der Wald erstreckte sich ursprünglich über 4000 Hektar, wovon nur 200 Hektar übrig geblieben sind. Rund die Hälfte davon soll nun gerodet werden. Wie kam es dazu, dass ein so riesiger Wald, den man als gesellschaftliches Erbe bezeichnen muss, in die Hände von RWE fiel? Blicken wir zurück. 1977 genehmigte die Landesregierung NRW den Braunkohleplan Hambach und damit die Inanspruchnahme des Hambacher Forstes durch RWE. Ein Jahr später begann die Rodung. Seitdem wurde der Wald weitgehend für den sich weiter ausbreitenden Braunkohletagebau zerstört. Hierbei darf man nicht vergessen, dass nicht nur der Wald und die Artenvielfalt des riesigen Ökosystems den Interessen von RWE zum Opfer fiel, sondern auch die Menschen, die in dem Gebiet lebten und leben. Viele mussten ihre Heimat verlassen, damit der Abbau ungestört vonstatten geht. Andere mussten die Strapazen der Umweltbelastungen auf sich nehmen. Also, wieso echauffieren sich so viele über die Aktivistinnen, wenn diese den Wald besetzen und so viel auf sich nehmen, um die weitere Rodung zu verhindern? Und nun, wie beleuchten die bürgerlichen Medien diese unsägliche Situation? Das Hauptquartier der Ökoaktivisten. Bis zu 40 Klimaschützer aus ganz Europa leben hier ihren Kampf gegen die Kohle. Die minderjährige Aya macht seit 6 Monaten mit. Hier leben viele Menschen, da hat RWE gedacht, die müssen immer wir schalten mal live in den Hambacher Forst zu Dörte Hausten, geschiedene Knülling Dingeldei. Mein Freund der Clemens und Icke, wir leben jetzt schon auf diesem Baum seit, du Clemens, wie lange schon? Ja, bestimmt schon über 20 Minuten. Ja. Aha, die verrückten, verwirrten Hippies. Kölner Stadtanzeiger. Die Lokalpresse soll sich für die Geschehnisse im Wald interessieren, da der Hambacher Forst direkt vor deren Haustür liegt. Hier zum Beispiel haben wir einen Artikel darüber, dass der Wald nicht 12.000 Jahre alt ist und bei weitem nicht der größte. Ja, das Ganze wird dadurch weniger wichtig. Und dann finden wir eine Fülle an Artikeln, die beleuchten, was im Wald passiert. Es werden Baumhäuser und Aktivisten weggeräumt. Nun, was ist verdammt nochmal falsch mit dieser Braunkohle? Was ist mit dem Klima? Warum ist das denen so wichtig, dass man sich für Jahre in ein Baumhaus reinzwingt? Kaum etwas liest man was über die Gründe für einen derartigen Protest. Dafür umso mehr über die angebliche Gewaltbereitschaft der Aktivisten, die immer wieder gezielt Gerätschaften oder Mitarbeiter von RWE angreifen und über die polizeilichen Anstrengungen, dies zu verhindern. Wollt ihr eine seltsame Geschichte hören? Christian Dumont-Schütter, einer der Aufsichtsratsvorsitzenden der Dumont Mediengruppe, zu welcher auch der Kölner Staatsanzeiger gehört, sitzt gemeinsam mit Bernd Jobs-Bröller, einem Vorstandsmitglied von RWE Rheinbraun, und seinen Aufsichtsratkollegen Dr. Patrick Adenauer. Ja, genau der Adenauer. Merkt euch diesen Namen. Im Rat der Kölner Grünstiftung, welche, Zitat, sich für die Erhaltung und Verbesserung der Kölner Grünanlagen einsetzt und mehr Bewusstsein und Unterstützung für bürgerschaftliches Engagement für ein grünes Köln fordert. Zu all dem ist Sven-Georg Adenauer, ein Landrat der CDU, der Neffe von Patrick Adenauer und Sitz im Beirat von RWE.
Wie es aussieht, verdient der Mann sein Geld allein dadurch, dass er sich in unterschiedlichsten Räten aufhält. Es sei ihm gegönnt. Ich möchte ja nichts andeuten, dass ein Pressevertreter, dessen Zeitung so einseitig über die Proteste berichtet, und ein Vorstandsmitglied von RWE da gemeinsame Pläne schmieden. Merkt ihr, wie es riecht? Es riecht nach Lobbyismus. Manchmal bin ich ganz durcheinander, wenn es darum geht, CDU-Abgeordnete von den RWE-Mitarbeitern zu unterscheiden. Berechtigterweise muss man sagen, dass auch die SPD nicht ganz so saubere Hände hat. Allein wenn man einen kurzen Blick auf die Liste der Beiratsmitglieder von RWE wirft, findet man etliche CDU- und SPD-Lokalpolitiker. Ganz nebenbei, man verdient knapp 7000 Euro pro Jahr als Beirat bei RWE. Wir picken einfach 4 random raus. Frank Baranowski, Michael Breuer, Frank Duda und die spannendste, Dagmar Mühlenfeld von der SPD, die ehemalige Oberbürgermeisterin von Mühlenheim an der Ruhr, die seit 2007 im Aufsichtsrat der RWE sitzt. Es wäre echt spannend herauszufinden, womit die sich das verdient hat. Vergessen wir nicht weitere hochrangige prominente Lobbyisten. Zum Beispiel den Topverdiener des jetzigen NRW-Landtages namens Gregor Golan, der bei RWE nebenbeschäftigt ist. Dieser sitzt zudem laut Lobbypedia im Landtag im Wirtschafts- und Umweltschutzausschuss als stellvertretendes Mitglied und hat als solcher privilegierten Zugang zu nicht öffentlichen Informationen, die auch seinen Arbeitgeber direkt oder indirekt betreffen können. Ich glaube, es macht eigentlich auch keinen Sinn, darüber zu reden, wie korrumpiert all das ist, was mit dem Hambacher Forst zu tun hat. Angefangen mit der Presse, die einen gewaltigen, direkten Einfluss auf die öffentliche Meinung hat, bis hin zu den Politikerinnen, die für die Interessen dieses Konzerns arbeiten. Während die Medien die Menschen im Hambacher Forst als gewalttätige Besetzer und die Störung der Arbeit von RWE als Aktion verrückter Hippies darstellen, stellt sich für mich die Situation folgendermaßen dar. Dieselben Medien, die gestern noch Trump, der die globale Klimaerwärmung leugnet, belächelten, stellen die Situation im Hambacher Forst wie ein kriminelles, gewalttätiges Eindringen in den normalen Betrieb eines Unternehmens dar, das so viele Menschen Arbeitsplätze sichert. Die Politiker nicken das Ganze nur ab und schlagen so die letzten Nägel in den Sarg der Ökologie. Und warum das? Bei Herrn Marsching werde ich mich auf einen Punkt konzentrieren, weil mich das maßlos ärgert. Ihr Angriff auf den Innenminister mit dem Satz, ich habe ihn mitgeschrieben. Wie lange will der Innenminister den Protest der Klimaschützer noch brechen? Und er solle sich dafür schämen. Da kann ich Ihnen nur sagen, dieser Innenminister wird das Eigentum von Menschen und von Unternehmen in diesem Land schützen, weil das seine Aufgabe ist. Und ich bin sehr dankbar, dass die Polizei das tut. Sehr dankbar. Wegen der Unantastbarkeit des Privateigentums. Es ist schon verwunderlich. Unantastbar bleibt auch schließlich das Eigentum von Großkonzernen und nicht das der Menschen, deren Heime schon so oft den Interessen des Kapitals weichen mussten. Die Bundesregierung bremst den Ausbau der Windenergie und Photovoltaik weitgehend aus. Die Dringlichkeit des Ausstiegs aus den fossilen Energiequellen wird einfach nicht in Angriff genommen. Und als Folge dessen bleiben die CO2-Emissionswerte auf demselben Niveau. Vor kurzem sind sie sogar gestiegen. Die Klimaziele der Bundesrepublik können so nicht erreicht werden. Viel schlimmer sieht es in unserem Bundesland aus. Denn ein Drittel des bundesweiten CO2-Ausstoßes kommt aus NRW. Und dabei liegt der Anteil aus regenerativen Energiequellen am Strommix und in dem Bundesdurchschnitt. Ganze 45% des erzeugten Stroms stammen aus dem Klimakiller Braunkohle. So stehen 3 der 5 Kraftwerke mit dem größten CO2-Ausstoß im Rheinischen Revier. Während die alte Landesregierung sich unfähig gab, um wirksame Schritte für mehr Klimaschutz zu ergreifen, führt uns die neue Landesregierung geradewegs in die Katastrophe. Und egal, wie sehr RWE versucht, uns zu überzeugen, wie wichtig die Braunkohle für die Energieversorgung ist, es gibt Wege jenseits der Braunkohle. Und wie es ein Aktivist aus dem Hambacher Forst sagte, der Klimawandel schreitet rasant voran. Das Klima verhandelt nicht mit uns, ob wir in 10 oder 20 Jahren aussteigen. Es ist unsere Entscheidung, wie schlimm wir es uns allen machen.